oat milk? Uh-oh. Of course the fuse blew! The wiring is probably from when Grandma still used ice boxes. Oh, it's too late to make a new cake. Hello! Angus said he was storing his cake in your fridge, and I've got the edible flowers. Ew. Tell me that melted disaster isn't. It is. Can we magic it back together somehow? How? That buttercream has to be spoiled. Unless... see the Farseer. He can help you. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Die Hochzeitstorte ist ruiniert. Sprich mit dem Wahrsager, um vielleicht eine Lösung zu finden. Sehr ruiniert aus. Stimmt ja. Wir haben ja mal wieder keinen Temposchub mehr. Haben wir da noch genug da, dass wir nochmal einen neuen machen können? Weil ich hasse das immer, wenn wir die immer nur... wenn wir die immer nur nehmen, benutzen, aber... Naja, gut, okay. Da müssten wir noch einmal neues Papier machen. Damit wir dann auch genug für unseren Zauber haben. Achso, ich sollte vielleicht vorher den Temposchubzauber nehmen. Benutzen. The time for walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. So, ich finde es ja immer noch wunderbar, dass bisher noch keiner gemerkt hat, dass ich mich irgendwie mit doppelter Geschwindigkeit oder sowas fortbewege. Sehr schön. Stoff wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Ihr kriegt auch wieder was Neues zu fressen. Sehr schön. Nein, ich will den, wo ich dran stehe und niemand anderen. Dankeschön. Das waren, glaube ich, noch zwei. Nee, es sind jetzt noch 3 Tage. Drum, drum, drum. Dann können wir hier auch noch ein bisschen was abpflücken. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ein bisschen was pflücken. Abpflücken ist ein komisches Wort. Nein, du sollst auf die andere Seite gehen. Genau, das nehmen wir noch mit. Dann ist unser Dünger fertig. Da haben wir noch nicht genug von. Oh, einen Wurm haben wir auch dabei gehabt. Sehr schön. Die können wir nochmal eben auffüllen. Wahrscheinlich brauchen wir die unten sowieso nochmal. Ist aber nicht so schlimm. Kitty dürfen wir natürlich nicht vergessen. Come here. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendetwas Gutes finden. Mit Vorliebe bitte Unkraut. Hört sich seltsam an, ne? Dass man darum fragt, dass man Unkraut bekommt als etwas Gutes. Aber es ist dann mal so. Unkraut ist etwas sehr Gutes für den Garten. So, Moment. Das ist alles nass. Das ist soweit okay. Da können wir nichts machen. Die fliegen immer wieder vereinzelt irgendwelche Bienen rum. Das ist okay. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mal so meine üblichen Sachen, sammle hier noch ein bisschen was ein und so und sehe euch dann gleich wieder, falls ich hier wieder neue Sachen habe, die ja mit mir quasi besprochen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Bis gleich. Oh, hi. Tara, that mine near your house. How deep does it go, do you think? There are 20 levels. I can tell you that from experience. Ooh, impressive. Someone's been doing a lot of caving. Listen, I'd like to study some ore samples from the lowest reaches of the mine, but I don't have the skills to go that deep. Huh. Why analyze rocks instead of clouds? I want to know if Fairhaven's weather has always been this way. A grad schoolmate is a geologist, so if I send her samples, she might be able to tell me how much water they were exposed to over time. I'm not sure I fully get it, but... okay. Brilliant. You're a great help. If you could nab me a sample of ore from the very bottom level, that would be perfect for my study. Ja, felsenfest. Jiva möchte eine Probe aus der Mine haben, aber die Mitglieder des Hexenzirkels haben vielleicht etwas dagegen. Okay. I'm starting to wonder if it might have been a mistake coming here. I believe in science, not superstitions from the Middle Ages. Ja, daran solltest du auch festhalten, liebe Jiva. Und nicht an den ganzen Kram glauben oder denken, der hier gesagt wird. Maybe soon we'll understand the force that's been corrupting Fairhaven since I was young. But Sophia wasn't here when you were young? Just wait until Sophia's trial.
We'll all learn the truth, I'm sure. I'm just worried sick. What if they all decide I'm a witch? What will happen to Juliet? So Natalia comes here, doesn't know anyone, but all her neighbors treat her nice, help get her forge going, and she repays that kindness by accusing Sophia of witchcraft? If you ever try something like that, Tara, whew. I would never, Thomas. Farmer's honor. Do you think Angus or Francis will wear dresses at their wedding? I don't think so, but it would be fine if they did. Cool. Maybe I'll wear a wedding dress if I get married. Hemi says dresses are the worst, but I think they're fun. Okay. Oh, das wächst sich auch noch raus, Kleiner. Okay, dann schauen wir mal weiter. Wir haben ja jetzt hier eventuell noch die Möglichkeit, am Strand jemanden anzutreffen. Nein, natürlich nicht. Obwohl wir Samstag haben. Was ist denn jetzt los? Dann gehen wir... Dann gehen wir hier nochmal kurz hin, sammeln die ganzen Sachen nochmal eben ein. Unser Surferboy steht leider auch nicht hier. Kai wollte heute nicht ans Wasser. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er nicht eventuell arbeiten ist. Ich habe diese ganzen Zeiten ja absolut nicht im Kopf. Das ist so unlogisch teilweise. Dann sind sie montags irgendwie geschlossen. Dafür arbeiten sie dann aber irgendwie samstags oder sonntags und ach, keine Ahnung. Well, it looks like Otto is staying in office. I was thinking to myself, I'm not sure what he would have done if he had lost. Can't see him working for his dad ever again, that's for sure. Tja, was heißt, es sieht so aus. Er ist halt im Amt geblieben, ne? Ah ja, er ist wirklich am Arbeiten. I keep looking over at the diner so I can catch Sophia's eye. Give her a smile. Something. But her head is always down. It's like seeing a sunflower drooping on its stalk. Nein, keine geknickte Sonnenblume. So, I have a theory. Natalia spends a lot of time hammering things at her forge, right? Maybe she wound up breathing in some fumes or something. Like she got high on her own supply, you know? Maybe. I'm just saying. Die Theorie finde ich gar nicht mal so schlecht. Whoever voted for Lena had the right idea. I wish she'd actually run for mayor. Did you vote for her? Who's to say? Das war so klar. I'm jealous of Sebastian. He's already, like, almost a grown-up. Wobei ich nicht verstehe, die sind doch relativ gleich alt, ne? So wie das rüberkommt. Otto's told me to stop patronizing Sophia's place. Bah! I'll eat wherever I please, thank you. If she's a witch, it certainly doesn't hurt her cooking. Ja, vielleicht macht sie dadurch nur besser, ne? Wer weiß, wer weiß. Natalia is a good woman. You and I both know it. Her possession, it just shows that Jin find any seed of prejudice or hate, no matter how tiny. Tja, sagen wir es mal so, sie hat halt große Angst gehabt, ne? Das hat sie ja davor, glaube ich, auch irgendwann mal erwähnt. Vor den Möchtegern-Querulanten. Natalia still calls me Messenger Cameron. I'm not sure how to tell her that it's okay to drop the title. I don't really deserve the formality. Das ist richtig, weil eigentlich ursprünglich sollte die Kirche ja mal dafür stehen, halt das Gute zu bewahren, sag ich mal, und für Gleichberechtigung auf jeglichen Ebenen zu sein. Und das ist ja nun mal so absolut gar nicht. Gehen wir jetzt erst nach rechts oder gehen wir erst nach links? Ich würde sagen, ach, wir müssen ihm auch noch Bescheid geben. Ah ne, wir müssen ihm nicht Bescheid geben, weil wir ja mit ihr schon gesprochen haben. Beziehungsweise, wir könnten noch mal bei Natalia vorbeigucken. Vielleicht sagt sie ja irgendwas Neues. Do you think witches and malcontents are the same thing? Sure do. They exist everywhere, right? We just have different words for them. A malcontent is someone who isn't happy.
They manifest their negative energy and it drags other people down. That's what witches do too. Nein, das, was sie meint, sind sogenannte Energievampire. Das ist was völlig anderes und das absolute Gegenteil von einer Hexe. I went by Sophia's diner and ordered a coffee just to check in on her. She was so happy to see me. Oh, it broke my heart. Ja, ich find's aber schön, dass er wenigstens noch auf ihrer Seite steht. What's so bad about going into the woods anyway? Would Thoreau ever have written Walden if he hadn't been able to go into the woods? Tja, Marty, ich glaube, es wäre doch besser gewesen, wenn wir dich gewählt hätten, ne? Yesterday I forgot to put eggs in my cake batter. It's a rookie mistake. I just can't stop thinking about the people in the woods. Are they all witches? Are they all my neighbors? Ja, letzteres muss ich sagen, ja. Violet. My father called me a few days ago. Is it messed up that I'm still angry at him sometimes? Definitely not. He missed out on spending time with some amazing people. Ja, dafür dürfen wir das ja jetzt machen, ne? Stimmt, samstags ist die Schule geschlossen. Er arbeitet auch nicht. Und dann schauen wir hier nochmal kurz, dass wir mal einen Schluck auf irgendwie noch wegbekommen und dass wir noch die eine oder andere Sache finden oder auch nicht. Oh, was ist das? Vanessa? Is that you? Oh, hello, Tara. I was just admiring the water. It looks shallow, but it's surprisingly deep here. It makes for a lovely swimming hole. Does Otto know that you go swimming in the lake that's, inside the woods he absolutely detests? I haven't swum here in years. But when I was a little girl, my family came here on vacation every summer. Those weeks were always the best part of the year. They were how I knew Fairhaven was special to me. You visited as well when you were a child. Did you also have that sense? Ja. Würde ich jetzt mal einfach sagen. Yes. Whenever my dad brought me to visit my grandmother, I didn't want to go back. Neither did I. I wonder what our lives would have been like if we'd grown up here. In any case, I love Fairhaven. Even the parts of it my husband doesn't care for. Sometimes it's hard for me to express that love. But I do feel it. That's really sweet, Vanessa. Well, I mean it. Oh, and Tara? Don't tell everyone about my spot. I like having space to just be. Ah, wir haben es endlich geschafft. Wir sind jetzt mit ihr befreundet. Juhu, so wie es aussieht, haben wir das Herz gefüllt. Sehr schön. Boah, es hat aber wirklich lange, 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 lange gedauert. Oh, Shelby ist gar nicht da. Oh, hi Kim. Darf ich dich kurz stören? Wesley and I have a good system going. I give him a little extra meat and he sources books about meat for me. How many books about meat are out there? More than you'd think. The history behind what we eat is fascinating. Ah, da fällt mir gerade was ein. War ich jetzt, oh Gott, war ich jetzt überhaupt schon da? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ja auch leichtes Chaos gehabt, weil ich habe die Folge aufgenommen und da kam direkt diese Sequenz am Anfang, die ich dann logischerweise nicht übersprungen habe, sondern noch in der alten Folge sozusagen aufgenommen habe. Dann habe ich nochmal neu aufgenommen, das hat er aber anscheinend nicht angenommen. Deswegen habe ich dann rückwirkend die letzten 5 Minuten nochmal aufgenommen und habe eben nochmal geschaut. Das hat wohl funktioniert, ich hoffe ab der richtigen Stelle. Und ja, danach habe ich dann jetzt wieder ganz normal aufgenommen und ich hoffe, dass ich jetzt nichts übersprungen habe. Also falls der Anfang ein bisschen komisch war, dann lag es daran. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich denke, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass ich heute noch nicht hier war, ne? Genau. I'm so excited for Juliet to be initiated into the coven. She has the same laugh as Giacomo. Infectious! I don't think I've ever heard her laugh. She does! You really gotta work for it, though. Na, komm, ob sie sich das verdient hat, ich bin mir da nicht so sicher. Sie ist doch eher diejenige, die dann so aus dem Hinterhalt quasi die Leute beobachtet.
Ich habe im Moment nichts für dich, ne? Mist. Okay. Finding a rare text can be the highlight of my year. Or completely ruin it for me. It depends. Das verstehe ich eigentlich. Also das meiste, was ich gelesen habe, war alles positiv. Oh, ich nehme erstmal Shelby, der könnte ja abhauen. Aber ich verstehe es natürlich trotzdem. Didn't expect Otto to escalate things to a neighborhood watch. Time was, this would be my cue to pack up and leave. No, Shelby, don't move away. Don't worry, girl, I'm not going anywhere. Not for Otto or anyone else. Was mir gerade einfällt, es müssen ja immer quasi gleich viele Leute da sein, um sich um die Quelle zu kümmern. Aber was ist eigentlich, wenn einer verstirbt? Also bei mir war es ja jetzt die Oma, aber ich konnte das Erbe antreten. Ich hoffe jetzt nicht. Ach nee, Moment, Shelby ist ja auch nicht sein Vater. Shelby hat aber auch keine Kinder beispielsweise oder Enkel oder irgendwas. Wer würde dann für ihn zum Beispiel den Platz einnehmen? You have lost so many who might have helped you in this moment. Gloria, Marcus, now Hazel. Now we will see if this coven can still stand against the forces of dark magic. Oh, das ist er, meine Liebe. Das wird er sein. Und da werde ich auch richtig gut mithelfen. I love tending to dragonlings. They hiss in my face, so I hiss right back. Hassa! We have a grand time. Ja, das kannten wir ja schon. Na, Shelby? Jetzt gehst du zum nächsten Laden. Ja, 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 ja. Wieder dein ganzes Geld hier am Ausgeben. Oder bist du nur am Shoppen? Man weiß es nicht. Ja, gut. Wir haben jetzt aber eigentlich nicht wirklich... Ach doch, Moment. Ich muss den... Wahrsager, also Shelby, fragen wegen der Torte. Dann würde ich sagen, ich laufe jetzt mal schnell rüber und wir sehen uns gleich am Abend im Wald. So, wir sind... Oh, wir sind noch nicht alle da. Wir sind noch nicht alle vollzählig, sehe ich gerade. Wir schauen mal eben, was wir da noch reintun können. Wir haben jetzt so viele von den Brombeeren. Ich würde sagen, wir nehmen die. Zwei Stück reichen, ja. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, Pistazie haben wir auch gefunden. So, wir kümmern uns um die Quelle. Können wir denn hier... Ne, wir können eigentlich nur mit ihm, denke ich mir mal, noch was sagen. Ich denke mal, oder wir probieren es noch mal kurz aus. Between the bar and our coven, I'm always at home in Fairhaven. Mal schauen. As we all find our way, I find it ever more important to take a moment to breathe and show gratitude when you can. Na komm, wir reden jetzt doch nochmal mit den beiden. It took me ages to get this far in the coven. But don't give up. You'll get the hang of it. Ja, aber mein Gefühl war schon richtig, die sagen nichts Neues. As with all common knowledge, witchcraft mythology is sprinkled with half-truths and outright fabrications. Ja, das sind wir ja gewohnt, ne? Ich weiß nicht, was was ist. Beides hat ein Ausrufezeichen. Arcier, I ruined Angus's wedding cake. And I don't have time or ingredients to make another. Folks always obsessing over time. It doesn't just go one way, you know? Try this incantation. But mind that you aim your wand right at the object you want to set back in time. Don't want it hitting someone by mistake and turning him into a baby. That's a whole lot of trouble. Okay. Stelle eine Zeitumkehrzauberformel her. Da schauen wir gleich mal nach, was wir dafür brauchen. That scientist wants rocks from the mine, does she now? I guess it's pointless to ask how you know that already. Yep. It'd be for the best if you gave me those rocks instead of her. Why? Is she going to turn them into some weapon of mass destruction? Novice. Giver seems friendly, but you just don't know. And this fall, we can't be too careful. I want to see what she discovers, though. Huh. Tell you what, girl. Bring me the rocks, and we'll both find out what they tell me. Okay.
Also sie sagt zwar jetzt ablehnen, aber... Also oben ist ja normalerweise immer das Richtige. Ja, ich nehme das mal an, weil wir müssen wirklich vorsichtig sein. Okay, sure. You do have a point. Okay, Zeitumkehrer ist klar. Nochmal können wir nicht mit ihm reden, oder? Nee, wir haben, glaube ich, auch... Nee, wir haben noch nicht mit ihm gesprochen. The people who went after your family. What did they do? Sometimes, girl. The fire started by a wraith is heated words and bitter looks. But sometimes, that fire's no figure of speech. Oh, Shelby. I have full cause of weeping, but this heart'll break into 100,000 pieces ere I weep. Ja, ich weiß genau, was er meint. Okay, dann gehen wir nach Hause. Ich würde sagen, ich renne jetzt einfach mal an dem Typen vorbei. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ab wann jetzt die Ausgangssperre gilt. Ich glaube, die war erst ab 20 Uhr, oder? Also wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal an unserem Wachhund hier vorbei und sehen uns direkt zu Hause wieder. So, dann schauen wir mal eben... Nee, Quatsch, das waren die Tränke. Die war das, glaube ich, ne? Zeitumkehrerformel. Okay, also nochmal Papier machen ist kein Problem. Allerdings, Amethyst haben wir nur einen. Wir sollten vielleicht doch nochmal in die Mine gehen demnächst. Aber gut, erstmal Zeitumkehrerformel haben wir gemacht. Dann benutzen wir die mal eben hier. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner an der Torte. Okay, I guess it's now or never. Tick, tock, turn back the clock and let the past be unlocked. Juhu! I finally got rid of that tart! I mean, those tarts. I would never call Mrs. Soft. Anyway, can I pick up my cake? Sure. Go ahead. Thanks. You're the best, Tara. For being so kind, I've brought you a couple spare tarts I had from the catering gig. And the recipe to make your own. Ich würde sagen, das war tatsächlich noch in letzter Sekunde. Es geht um die Wuttorte. Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhalte ich 2 Blaubeerenpasteten und das Rezept für Blaubeerenpastete. Sehr schön. Rezepte haben wir ja schon sehr viele erhalten und ich dachte, ich habe eigentlich fast gar keine mehr, die ich noch machen kann. Aber das war jetzt richtig gut. Eine Sache wollte ich noch kurz machen. Ich wollte noch eben Papier neu herstellen. Weil wir das jetzt natürlich benutzt haben und ja, zum Zirkel werde ich jetzt mal nicht mehr gehen oder fliegen oder wie auch immer. Wir machen das dann einfach am nächsten Tag, dass wir dann nochmal in die Nacht gehen oder ich alleine in die Nacht gehe, je nachdem, ob da noch was Gutes bei rumkommt. Und ja, dann kann ich das Ganze ja nochmal auffüllen, beziehungsweise ich kann es ja auch tagsüber auffüllen, fällt mir gerade ein. 5 Tage haben wir noch übrig bis zum Hexenprozess. Ja, und die Probe, ich weiß jetzt nicht genau, ob die jetzt einfach da rumliegt oder ob das reicht, wenn ich da irgendwie auf Erz oder sowas drauf haue, weil das sieht ja aus wie Erz. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir mal in der nächsten Folge. Dann haben wir zumindest auch wieder eine neue Aufgabe in der nächsten Folge, die wir dann bearbeiten können und haben das Ganze hier schön abgeschlossen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.